Heute habe ich ein Buch für euch, Mama Huhn sucht ihr Ei. Wie ihr alle wisst, ist diese Woche Ostern. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Frau Huhn sucht schon seit Stunden nach ihrem Ei, es ist verschwunden. Da hat das Ei früher gelegen. Und da sucht die Frau Huhn das Ei im Eimer. Die Mäuse helfen ihr im Eimer, aber kein Ei ist da. Sie sucht und sucht, wo ist mein Ei? Da liegt ja eins, geht grad in zwei. Wer kommt heraus? Ein kleiner Reiher. Er sieht das Huhn und hüpft zum Weiher. Da ist die Mama von dem Reiher. Frau Huhn sagt traurig, weh, oh wei. Sie sucht und sucht, wo ist mein Ei? Da liegt noch eins, geht grad in zwei. Wer kommt heraus? Der Vogelstrauß. Er sieht das Huhn und nimmt schnell Reißaus. Jetzt ist die Mutterhuhn ganz, ganz traurig, weil das Ei noch nicht gefunden ist. Mal gucken, wo sie jetzt hinläuft. Die Frau Huhn sagt traurig, weh, oh wei. Sie sucht und sucht, wo ist mein Ei? Da wieder eins, geht grad in zwei. Wer kommt heraus? Ein Pinguin. Er sieht das Huhn und will ganz schnell fliehen. Ist die Frau Huhn schon wieder traurig. Auch in dem Ei war ihr kleines Küken nicht. Frau Huhn sagt traurig, weh, oh wei. Wo ist mein Ei, mein geliebtes Ei? Da liegt noch eins, geht grad in zwei. Mal gucken, die Schildkröte schaut mit. Genau hingucken. Wer kommt heraus? Ein Krokodil. Die Schildkröte guckt ganz entsetzt. Wieder kein Hühnchen drinne. Das Krokodil will bestimmt hier hinten zur Mama. Es läuft zum Nil. Ah, da ist es auf die Mama gehüpft und schwimmt jetzt in den Nil. Frau Huhn sagt traurig, weh, oh wei. Sie sucht verzweifelt nach dem Ei. Jetzt hilft die Schnecke und der Hase schauen, ob da das Küken drin ist. Sie findet eins, geht grad in zwei. Wer kommt heraus? Ah, guckt mal hier alle. Ein kleines Küken. Es sieht das Huhn und lässt sich ganz doll drücken. Das war eine kleine Ostergeschichte von dem Huhn und zu einem kleinen Ei, was verschwunden ist. Und hier hinten, wo steht, lasst euch ganz doll drücken, fühlt euch mal alle ganz dolle gedrückt von euren Erzieherinnen und liebe Grüße von uns allen und wunderschöne Ostern und auf dass wir uns bald wiedersehen. Und ich habe noch eine Überraschung. Ihr solltet am Donnerstag mal ganz gespannt tagsüber immer mal vor die Tür schauen. Ich habe flüstern gehört, dass da eventuell der Osterhase zu euch nach Hause kommt. Also schaut Gründonnerstag, sagt's Mama und Papa, dass ihr immer mal wieder vor die Türe schaut. Es könnte sein, dass der Osterhase auch an diesem Jahr vom Kindergarten aus an euch denkt. Ciao!